Die Doku Harry und Meghan ist gerade einmal seit ein paar Stunden auf Netflix, doch schon jetzt dominiert sie die Schlagzeilen. In den ersten 3 Folgen der Serie sprechen Harry und Meghan über die Anfänge ihrer Beziehung und über ihr Leben davor. Dabei gibt es auch die ein oder andere Anschuldigung an den britischen Palast. Wie die Daily Mail jetzt berichtet, sollen Herzogin Kate und Prinz William Insidern zufolge die Doku nicht ansehen wollen. Stattdessen wird im Hintergrund schon fleißig an möglichen Antworten und offiziellen Reaktionen gearbeitet. So schreibt der Mirror, dass sich Angestellte die Folgen ansehen und je nach Inhalt weiter vorgehen. So erklärte bereits ein Insider vor der Veröffentlichung: Die Vorbereitungen für alle Eventualitäten sind im Gange, besonders wenn unwahre Anschuldigungen gemacht werden sollten. Quellen erklären aber auch, dass es möglich ist, dass sich das Königshaus mit Statements zurückhalte, bis auch der zweite Teil der Doku online ist. Somit kann entweder schon am heutigen Donnerstag oder in der kommenden Woche mit offiziellen Worten aus dem Palast gerechnet werden.